Morgaine getroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Öhrfried. Jetzt ging's aber schnell mit dem Laden. Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferungen verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle. Wir sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es sich irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. Tja, dieses Mal ging es überraschend schnell mit dem Laden. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe ja zuvor eine Testaufnahme versaut. Beziehungsweise eine Aufnahme versaut. Vielleicht liegt es daran, dass man zuerst das Laden muss und dann erst das aufnehmen muss. Ich glaube, das werde ich auch sofort zu machen. Ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein und leise vorgehen. Los! Ja. Bleiben wir besser unauffällig. Die Miliz ist überall in diesem Gebiet. So. Ah, wieder so Tarnungslevel wie im Modern Warfare 1. Wieder aufgetaucht. 5. Oktober 1827. Wir spielen wir als Yuri. Wir sind in Sierra Leone, ein Land in Afrika. Wollen ja nicht, dass sie uns entdecken. Wie fährt der denn? Das ist der afrikanische Fahrstil. Komm mal. Vorwärts. Okay. Hey, Sob ist wieder auf den Beinen. Ist ja schön. Aufstehen hier nicht möglich. Wo denn? Sag rechts, links und nicht Uhrenzeiten. Den da? Aber der hat doch einen Typen. So, jetzt kann ich ihn abknallen. Hä? Meine rechte Maustaste ist ein bisschen verbuggt, deswegen tut er manchmal das Visier ausschalten für eine kurze Zeit. Habe ich ihn erwischt? Jetzt habe ich ihn. Nicht gedacht, dass wir mal gegen Afrikaner antreten müssen. Die unschuldigen Afrikaner, die haben doch nichts da unten. Wir sind mitten im Dschungel. Machen wir sie einfach vorher schon fertig. Sag mal, Yuri. Okay, jetzt haben wir die Geisel sogar gerettet. Ich hab's richtig gemacht. Wow, zum ersten Mal habe ich was richtig gemacht. Das muss ich in Facebook posten. Ich habe was richtig gemacht. Ach was. Die werden nie blicken, dass wir da sind. So, wir spielen jetzt Far Cry ein bisschen. Okay, Rice, was soll ich machen? Ja. Nein, nicht auf den, nicht hinknien, wir sind ja nicht in der Kirche. Ja, ja, ja. Okay. Das Level gefällt mir bis jetzt sehr gut. Warum geht Soap vor? Der sollte sich noch ein bisschen erholen von der Verletzung, die er im Ende des zweiten MW2 Parts geholt hatte. Warten, bis der Truck vorbei ist. Jetzt
willst. Vorwärts. Das ging nicht. Das ist ja bis jetzt keine große Herausforderung, das Level. Naja, das kann sogar jeder Noob schaffen. Deswegen schaffe ich es ja auch. Ah, lustig. So, reiß uns so ab. Gehen schon mal vor. Da staunst du, was? Ey, muss das sein? Muss das sein? Ach, der Arme. Ja. Palma. Wir sind hier in Palma. Guten Tag. Feinde nähern sich. 5 Meter. Wo? Da. Noch 2 aus Westen. Eliminieren. Wo ist Westen? Westen ist hier. Bin unterwegs. Patrouille auf der blickt ja auch gar nichts, ne? Ah, da vorne sind noch welche. Nein! Der Wichser! Komm her! Irgendwie rassistisch, man muss die schwarz abknallen. Ey! Hallo? Was, sicher? Ja, okay, wenn du sagst, es ist sicher. Aber da lebt noch er. Da auch. Ja. Und hier ebenfalls. Ah, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Shit. Ah! Nein! Ah, bis jetzt habe ich alles so schön gemacht und jetzt erschlägt mich dieser Afrikaner einfach. Entschuldigung, Sierra Neloa oder wie komme. Naja, das war schon super erledigt. Was? Ah, da hinten. Ey! Ah, ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Tschüss, tschüss und tschüss. Ach, als Sniper hat man es nicht leicht. Ich glaube, da hab ich gesehen. Oh ja, hat er. Dann ruf die Hotline an und frag, wo er ist. Nee, meine Freunde, die Granaten. Einfach so runtergejumpt. Ist klar. Alter, wie zielgenau die sind. Wundert mich aber. Jetzt. Anscheinend haben die Afrikaner eine härtere Ausbildung. Er hat die Grundausbildung als die Amis. Oder Britis oder was wir auch immer spielen. Ach, Kacke. Kacke. Da hinten. Was? Ist das Level? Diese Afrikaner. Ich bin kurz davor, das rassistische Wort zu sagen. Feinde nähern sich. 5 Meter. Also das ist ja noch ganz leicht. Hey Hühner! Kennen wir ja noch aus dem Zweierpart, aus MW2. Die Hühner in diesem Hühnerkäfig.
Ja, diesmal habe ich es geschafft. Mensch. Jetzt gehe ich auch runter auf die Knie. Auf die Knie! Sind noch welche? Ich look mal schnell. Nope. There's nothing now. Aber trotzdem sollte ich noch vorsichtig sein. Es kann hier immer noch was kommen. Scheiße, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Über den Zaun jumpen. Okay, hier ist nur jetzt blödes Huhn. Oh Mensch, da sind welche. Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen. Hey, mein Geheimsender oder SpongeBobs Geheimsender. Ja, endlich ein Safe, wurde aber auch Zeit. Ja, ja. Rennt doch nicht weg, es ist doch nur eine Granate. Die sind überall. Erinnert mich irgendwie an das Level in Brasilien aus MW2. Jetzt, sind gar keine mehr. Die sind wahrscheinlich überall versteckt. In jeder Ecke könnte ein Feind sein. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich nehme meine Aussage zurück. Ah! Ich schleife ihn jetzt von hinten an. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Und macht Spaß, meine Kollegas abzuknallen, hä? Reis, Soap und Juri, das perfekte Team. Ich meine Reis, Soap und Juri, ne? Bereich sicher und dann höre ich dann Granaten klimpern. Go on the ladder. Go on the ladder. So. Ich glaube, ich bleib hier und sniper ein wenig. Ah, das tut weh. Ich habe ihn dahin geschossen, wo man nicht hinschießen sollte. Ich könnte versuchen, hier auf die Kartons zu jumpen. Aber ich glaube, ne? Ich glaube, das ist ein Bug. Naja. Leute, es funktioniert. Cool. Ein bisschen glitschen hier. Kannst du dir überhaupt dieses Geschütz leisten? Oh, verdammt, mein Mikrofon. Moment, so. Mein Mikrofon fliegt dauernd um. Ich muss es mal festkleben oder sowas. Das Huhn, das rastet aus, seht ihr? Ich erlöse dich. Armes Hühnchen. Naja, jetzt haben die Afrikaner wenigstens was zum Essen. War. Shit, shit, zurück, 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 zurück. So, verpiss dich. Ah. Verdammt, 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 verdammt. Oh, leck mich da am Arsch! Leck mich da am Arsch! Die sind überall! Ach, da von hinten hat sich einer angeschlichen. Toll!
Nein, jetzt bitte nicht nochmal. Ah, das Level wird lange dauern. Ich glaube, ich bleibe jetzt die ganze Zeit hier oben. Ich töte, ich erlöse das Hühnchen wieder. Tschüss. Oh, da sind mehrere. Dann löse ich euch alle. So. Jetzt habt ihr es hinter euch. So, und jetzt? Ach, ich bleib, ich gehe einfach mal dorthin. Ich wollte eigentlich hier oben bleiben, aber das wird so nicht mehr. Naja. Feuer auf das Fahrzeug. Na gut. Was? Feind nach rechts. Wo ist rechts? Da oben. Ach, das ist da, wo ich rüber, wo ich hochkampfen wollte. Und jetzt fliegen wir einfach mal da durch. Ja, ist klar. Ah! Sind sie schon wieder überall. Achso, ich muss es verwenden. Ich dachte, ich muss es abknallen. Das ist auch jetzt der Grund, warum so viele Feinde kommen. Verstehe. Ah! Ja, ist schon klar, Soap. Jetzt ist die ganze Basis alarmiert. Falls es überhaupt eine Basis sein sollte. Lager, wie auch immer. Ja, ein Lager ist es eher. Ich wollte gerade Reis abknallen. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Ihr könnt es gerne zurückspulen und euch vom Gegenteil überzeugen. Oh, das Level ist echt wie Brasilien. Oh, wir sollen damit rechnen. So, was jetzt? Alter! Ich dachte, den kann man erstechen, so mit dem Messer. Anscheinend muss ich den Angriff ausweichen. Ich versuch's mal mit Ausweichen. Ich hab doch gerade ausgewichen, der hat gerade in die Leere geschlagen. Gott. Ich mag das Spiel. Ah, jetzt hab ich's. Wow. Kendall. Sie feuern Mauser von dem Turm da! Wo sind sie denn? Warum muss ich eigentlich alles machen? Ihr seid doch auch fähige Soldaten. Ich beschwere mich irgendwie zu viel in diesem Let's Play, kann das sein? Benutzen Sie den Mörser. Und tschüss, mitten ins Black, in the Blackface. So, ist das der Mörser? Okay. Ist er wie in Battlefield 3? Alter, das ist voll von Battlefield 3 geklaut. Nicht. Ja. Okay. Wo?
redest du, Soap? Wodurch? Ah! Ey, nicht auf mich drauf! Ich renne jetzt einfach durch. So, ich gebe dir Messer. Hier gebe ich auch nicht Messer. Okay, ich hab's vermasselt. Tja, war auch nichts mit Granaten schmeißen. Mitten ins Gesicht, das tut weh. Ich glaube, da nehmen wir einen Sniper dafür. So, sind da noch welche? Ah, oh, der hat überlebt. Cool, 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 cool. Scheiße. Ey! Und tschüss! Ach komm schon! Immer wenn ich um die Ecke gehe, dann sehen sie mich sofort. Die haben bestimmt einen Wallhack. So. Och Mensch! Die sind überall! Warten, bis ich wieder. Oh oh. Ah! Das war echt noobig gerade. So. Ach komm. Die gehen irgendwie immer auf mich los. Geht doch mal auf die anderen los. Auf Reis zum Beispiel. Granate. Ich bleibe jetzt auf Distanz. Sag eine Richtung und keine Uhrzeit. Wir haben nicht 1 Uhr. Na, was machst du denn? So, ich muss warten. Ich muss warten, bis ich meine Kräfte wieder sammeln. Halt, ich wollte auf Distanz bleiben. Ah, 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 ah. Ach, da oben! Den habe ich überhaupt nicht gesehen, bis er mich abgeknallt hat. Ja. Distanz, 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 Distanz. So, von hier aus können sie mich unmöglich erwischen. Und tschüss, du stirbst als letztes. Bam. Da hinten ist noch einer, hinter dem Fass. Okay, klappt mal. Wo denn? Mensch. Das sind ja überall. Das Level ist echt wie Brasilien. Da oben. Ach, das ist der Typ wieder, der da oben. Wie verrückt, auf mich ab. Abknallt, ja. Der mich wie verrückt abknallt. Ah. Boom.
Tschüss. Knall's Dope nicht ab, Mensch. Der ist frisch vom Krankenhaus zurückgekommen. Geht so nicht. Bam. Ich dachte schon, der meint mich, aber wir spielen ja Yuri. Zum wievielten Mal sind wir jetzt schon gestorben in diesem Level? Könntest du es mir sagen? Irgendwie kommt mir vor, ich kommentiere zu wenig. Naja, aber was soll ich so großartiges kommentieren? Ich tu anvisieren. Ich schieße. Ich visiere an. Ich schieße. Ich glaube, da könnte man. Ich glaube, das sollte man eher Walk-Talking. Walk-Talken oder wie auch immer man das halt nennt. Anstatt es zu Let's Playen. Wir kommentieren bei einem Ego-Shooter. Was gibt's da zu kommentieren? Muss man ja nur schießen. Ich habe eine Granate. Ich hau ab. Boom. Tschüss. Und tschüss. Ich glaube, ich versuche wieder ein paar Späße einzubringen. Oh, er versucht verzweifelt mich umzubringen. Und es wäre ihm auch fast gelungen. Scheiße, es ist ihm gelungen. Ja, ich glaube, so ist es ganz gut, wenn ich so kommentiere. In dem Stil. Na gut, ihr gebt mir Deckung, ne? Ich geh mal da rein, vielleicht ist hier irgendwas. Ja, ich könnte dich perfekt snipen. Nein, ich bleib jetzt hier und snipere. Ey. Nerv nicht. So. Ah, Spiel gespeichert, das ging aber schnell. Ey! Ah! Der Reis verfolgt mich! Er will das von mir! Wo? Da! Warte erstmal! Ja, ja, ja! Keine Hektik! Hundi! Wir schießen in einer Kirche. Das geht so nicht. Wir sollten das Schlachtfeld wechseln. Ach komm, jetzt sterben wir. Jetzt sterben wir. Oder? Sterben wir? Ja. Ich glaube, ich versuch's mit einer Granate. Oh, ich habe ihn auf den Kopf getroffen. Verwenden die Granaten, um ihre Köpfe zu erwischen. Ach, Gott verdammt! Wortwörtlich! Ich versuch's mal mit der Blendgranate, vielleicht geht's dann. So funktioniert es nicht. Ich muss mir mehr Zeit lassen, ich bin viel zu schnell. Ich muss das Spiel irgendwie genießen. Ich darf nicht einfach so durchrushen. Ich muss mir Zeit lassen. Seht ihr? Mit Zeit lassen geht's auf einmal. Sie sind noch nicht bereit zum Vorschuss. Natürlich bin ich bereit. Ah! Und tschüss. Scheiß Hund. Naja.
Und jetzt? Nikolai, die Lieferung ist weg. Wir waren nicht schnell genug. Was ist mit Makarov? Abgehauen sein. Holt uns einfach hier raus. Was ist denn da drin, so? Wir fragen den Bastard, wenn wir ihn finden. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Ciao.